Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Stranded Sails. Ja, in der letzten Folge haben wir die Insel verlassen, beziehungsweise die Stadt verlassen, wo wir wohl gelebt haben die letzten Jahre. Und wir hatten einen riesigen Sturm auf Wasser, sollten dann unter Deck gehen und sind dann plötzlich hier am Strand angespült worden. Regeneriere deine Energie. Okay, Escape anschauen. Regeneriere deine Energie. Fülle deine Energie auf, indem du in deinem Bett im Lager schläfst. In deinem Bett im Lager schläfst. Ja, wo ist mein Lager? Oder Gerichte aus deiner Proviantauswahl isst, wenn du unterwegs bist. In deinem gemütlichen Bett zu schlafen, stellt nicht nur Energie wieder her, sondern lässt auch etwas Zeit vergehen. Kümmere dich um deine Pflanzen, bevor du schlafen gehst, damit sie weiter wachsen, während du schläfst. Okay. Ich habe zwar noch keine Pflanzen, aber okay. Dein Proviant ist die einzige Quelle für Energie während deiner Expedition. Fülle deine Taschen mit Gerichten, bevor du die Welt erforscht. Ohne sie kommst du nicht weit. Tipp, um nicht den ganzen Tag zu verschlafen und mitten in der Nacht aufzuwachen, kannst du jederzeit aufwachen. Okay. Das macht mir jetzt Angst. ach, ich kann auch sprinten, sehe ich gerade. Suche die Insel nach den Überlebenden ab. Ich wollte gerade noch sagen, die ist nicht so groß, aber anscheinend geht es hier doch noch weiter. Hi. Hi, Gameplayerin. Habe ich also richtig gesehen, dass du da drüben liegst? Oh, hallo? Ich habe nur ein kleines Nickerchen gemacht. Entschuldige, dass ich dir nicht geholfen habe. Ich bin gerade erst selber wieder auf den Beinen. Dir ist es sicherlich auch aufgefallen, aber wo auch immer wir hier sind, ist es nicht der Ort, zu dem wir eigentlich wollten. Das hier ist etwas zu tropisch für eine schneebedeckte Tundra. Haha. Mann, ist mir schwindelig. Mein Kopf fühlt sich an wie eine geknackte Walnuss. Du siehst auch nicht so gut aus. Du solltest einen Apfel aus dem Fass hier essen. Dann wirst du dich besser fühlen. Das heißt hier, ich sehe nicht so gut aus. Oh, ach, das geht bis ganz oben. Ich dachte, okay. Hey, Landratte, du siehst schon viel besser aus. Ich wusste doch, ein Apfel wird helfen. Ja, ein Apfel am Tag ist auch sehr wichtig für die Gesundheit. Gut, dass wir dieses Fass mitgenommen haben. Haha. Achte immer auf deine Energie, Gameplayerin. Wir wollen doch nicht, dass du mitten im Nirgendwo in Ohnmacht fällst. Haha. Ich sehe, dass ein großer Teil unseres schönen Schiffes auf der Insel neben uns gestrandet ist. Wir sollten ein Floß bauen, um über das tiefe Wasser zu gelangen. Wie wär's? Ich sammle ein paar Planken, während du den Rest suchst, den wir brauchen. Wir brauchen ein Segel, einen Mast und etwas, um alles zusammenzuknoten. Ich bin sicher, dass du in diesem Durcheinander etwas Nützliches finden kannst. Okay, darf ich hier nochmal was essen? Ah, perfekt. Okay. Ich hoffe, es ist eine Endlosquelle, wobei ich das eher nicht glaube. Was ist das denn hier? Können wir damit knoten? Starkes Seil. Dieses Seil sieht stabil aus. Es kann leicht ein paar lose Teile zusammenhalten. Perfekt. Okay, die wollen wir anscheinend nicht. Hier blinkt irgendwas. Aber ich kann nicht buddeln. B ist Inventar. Oh, wie blöd ist das denn? Okay, also B... mit Rechtsklick kann ich... Achso, da zeigt er mir das Gleiche an. Okay. Das könnte wahrscheinlich ein Segel sein. Dies muss ein Teil des Segels vom Schiff sein. Es ist immer noch groß genug, um Wind für ein kleineres Boot oder Floß abzufangen. Sehr schön. Ich habe da oben gerade was gesehen. Du berührst die Plattform und der Stein beginnt auf mysteriöse Weise zu leuchten. Ja, der leuchtet auf mysteriöse Weise. Das habe ich jetzt auch schon verstanden. Was war das denn hier? Okay. Das müssen wir noch benutzen. Im Wasser hat, glaube ich, auch noch gerade was geleuchtet hier, oder? So, der Mast ist zerbrochen, aber das Holz kann noch genutzt werden. Ein Versuch sollte es wert sein, ihn zu reparieren. Sehr schön. Kann ich schwimmen? Anscheinend nicht, oder? Ich darf da einfach nur nicht weiter. Ich probiere mal eben hier. Nee, okay. Also schwimmen dürfen wir anscheinend nicht. Gut, haben wir denn jetzt alles? Ja, rede mit Sven. Hi. Super, du hast alle Teile gefunden. Oh Mann, mein Kopf schmerzt immer noch. Ich kann immer noch nicht wirklich gerade aussehen. Ich denke, es ist besser, wenn du das Floß zusammenbaust. Wir wollen doch nicht, dass es schief und krumm wird. Ha.
Ich habe ein paar grobe Anweisungen auf den Haufen Brettern gelegt. Ich bin sicher, du findest heraus, wie man das Teil zusammenbaut. Dieses ewige Haha bei solchen Spielen. Das regt mich so auf. Oh Mann, nimm es doch an. Um das Floß zu bauen, benötigst du die folgenden Gegenstände. Ein starkes Seil, ein zerrissenes Segel, ein zerbrochener Mast. Ja, haben wir alles? Perfekt. Das Floß sieht ja ordentlich aus. Dann schauen wir mal, ob das Teil solide genug ist, um uns auf die andere Seite zu bringen. Spring auf und wir segeln los. Ja, aber vorher esse ich dann nochmal schnell einen Apfel. So. Bist du bereit zu gehen? Nö. Aber machen wir trotzdem. Hey! Oh Mann, was für ein Ritt. Dein Floß war sicher nicht das stabilste, aber immerhin haben wir es hier rüber geschafft. Warum versuchst du nicht, den gestrandeten Teil unseres Schiffes zu finden? Vielleicht findest du da ja noch jemanden. Okay. Nein! Wieso habe ich denn jetzt schon wieder die Hälfte runter? Wollt ihr mich denn veräppeln? Hallo? Was ist Schildkröte? Ich habe es genau gesehen. Dumm, die dumm, die dumm. Wieso muss ich dann immer an das Lied von den Zwergen denken? So. Hallo, ist noch jemand da? Hi! Oh, Gameplayerin. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Wir haben uns große Sorgen um dich und den Rest der Mannschaft gemacht. Ich habe mich nur etwas am Arm verletzt, aber mein Vater Charles, dein Vater, also meiner, ihn hat es während des Sturms schwer erwischt. Daddy! Ahoi! Autsch! Mein Kind, es wärmt mir das Herz, dich lebend und gesund zu sehen. Gameplayerin, scheinbar wurde die Mannschaft getrennt und wie du sehen kannst, autsch, habe ich dieses Unglück nicht unverletzt überstanden. Du hast Sven mitgebracht, das ist großartig. Ich bin sicher, früher oder später haben wir die ganze Mannschaft wieder vereint. Du siehst müde aus, du hast dir ein ordentliches Nickerchen verdient. Benutze dein Brett, benutze dein Bett, um dich zu erholen. Okay. Ach so, gedrückt halten, okay. Jetzt bin ich doch mitten in der Nacht aufgewacht. Die hat gesagt, dass das nicht passiert. Hier können wir auch nichts machen. Ja, ist ja okay. Ahoi, mein Kind. Du siehst gut erholt aus. Schlafen stellt deine Energie wieder her. Immer wenn du dich ausgelaugt fühlst, solltest du etwas essen oder schlafen gehen. Autsch. Ich habe Viola losgeschickt, die Umgebung zu erkunden. Sie scheint geeignet für ein Lager. Sie wird sich dort nach nützlichen Ackerboden umsehen. Würdest du zu ihr gehen und schauen, ob du ihr behilflich sein kannst? Ich bin nicht sicher, ob sie mit ihrem verletzten Arm schwere Arbeit verrichten kann. Würde ich gerne, aber ehrlich gesagt ungerne mitten in der Nacht. Können wir hier nochmal schlafen? Okay, perfekt. Weil ich glaube, so im Hellen sieht man dann doch mehr als mitten in der Nacht. Gehen wir erstmal hier so zur Mitte. Du bist nicht Fiona, oder hey, wie sie hieß. Hey, Landratte. Viola, genau. Viola hat mich am Strand abgeholt. Es ist schön, dich wiederzusehen. Sie wartet auf dich dort drüben auf dem Feld. Meinte, sie würde nach einem guten Ort für ein Lager suchen. Okay. Hi. Hey, ja, Gameplayerin. Scheinbar werden wir eine Weile auf dieser Insel verbringen, also brauchen wir einen Acker. Ich konnte einige Werkzeuge vom Strand bergen, die wir dafür brauchen. Leider kann ich das nicht selbst erledigen. Mein Arm tut nach dem Unfall immer noch weh. Würdest du mir helfen? Ich habe schon einen Teil des fruchtbaren Bodens für dich eingezäunt. Nimm diese Schaufel und bestelle ein paar Felder, damit du Samen pflanzen kannst. So, dein erstes Werkzeug. Öffne deine Werkzeugauswahl, um sie auszurüsten und benutze sie, um Felder zu bestellen oder Schätze auszugraben. Graben ist eine mühsame Arbeit. Verausgabe dich nicht. Okay. Ich muss hier mal eben das machen, was mein Papier nicht möchte. Ich habe nämlich irgendwie so die Befürchtung, dass es ganz viele Tasten sein werden. So, wähle deine Schaufel aus. Achso, Ausrüstungsauswahl mit Tab. Okay, da geht es ja nämlich schon los. Das ist schon wieder eine andere. Also, Tab, da haben wir die Werkzeuge. So, die Frage ist jetzt nur, wie kann ich jetzt die Werkzeuge... Was ist denn das? Wähle die Schaufel aus. Achso, das ist wahrscheinlich nur normal, meine normalen Hände halt. Okay, also die Schaufel, halten, Schaufel benutzen. Aber die Frage ist,
Ach so, linke Maus, das noch. Ja. Dann sollte man auch da... Okay, ich habe es verstanden. Mit dem Mauszeiger da sein, wo man das Ganze aushebt. Okay. Uhu, das ist der erste Schritt im Aufbau unseres kleinen Lagers. Jetzt ist es an der Zeit für dich, die ersten Samen zu pflanzen. Glücklicherweise konnte ich einige von meinen aus dem Schiffswrack retten. Hier, nimm diese Maissamen und pflanze sie auf deinen bestellten Feldern. Dein erster Samen. Mais ist nahrhaft, voll an Geschmack und eine tolle Grundlage für viele Gerichte. Benutze Samen bei Feldern, die du mit der Schaufel vorbereitet hast, um Pflanzen zu sehen. Okay, dann machen wir wenigstens hier noch so ein Vierer zu Ende. So, wie... Achso, nee. E-Kategorie wechseln. Ah, okay. Gut gemacht, Gameplayerin. Sieht so aus, als hättest du einen grünen Daumen. Nicht wirklich. Als nächstes müssen die sprießenden Pflanzen bewässert werden. Nimm diesen Eimer. Mit ihm kannst du frisches Wasser von der Quelle dort drüben holen. Trage den vollen Eimer zu deinen Pflanzen und gieße sie. So, Holzeimer. Dieser Eimer ist ein wenig undicht. Oh oh. Erfüllt aber seinen Zweck. Benutze dieses Werkzeug, um Wasser von einer Quelle zu sammeln und gieße deine Pflanzen, damit sie wachsen können. Ja. Kategorie war mit E. Kann ich damit auch den Eimer auswählen? Nee, der Eimer ist unter Werkzeug. Okay. So, welche Quelle denn? Oder meint die jetzt einfach nur das Wasser? Hallo, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Jetzt. Hier ist auch nochmal sowas. Portalstein aktiviert. Ah! Cool! Okay, da ist jetzt das Schiffswrack und da ist jetzt das Lager, wo wir sind. Das scheint aber auch eine wirklich sehr, sehr große Insel hier zu sein. Wahrscheinlich werden wir auch noch mit Bergbau zu tun haben. Ja, das ist ja cool. Nee, ich wollte hier wieder raus. Ich wollte jetzt nicht... Aber das ist gut zu wissen. Das ist sehr, sehr gut. Kann man hier mit den Pflanzen was machen? Nee. Schade. Ach, die Quelle meint sie. Okay. Okay. Oh, so undicht ist aber gar nicht. Also nicht so schlimm wie bei Summer in Mara. Da ist es ja wirklich schrecklich. Das Ding ist ja nur am Lecken. Gut gemacht, Gameplayerin. Denk immer daran. Deine Pflanzen wachsen und reifen nur so lange sie Wasser haben. Wenn der Boden unter ihnen trocken aussieht, brauchen sie mehr Wasser. Die meisten Pflanzen überleben ein paar Tage ohne Wasser. Aber sie werden austrocknen, wenn du sie zu lange ignorierst. Jetzt können wir nur warten, bis der Mais reif zur Ernte ist. Wir sollten diese Zeit nutzen, eine Kochstation zu errichten, damit du kochen kannst. Sven hat mir erzählt, dass du gut darin bist, Dinge zu bauen. Hihi. Ich habe eine Liste von Dingen, die in einer ordentlichen Küche gebraucht werden. Viele der Utensilien, die wir mitgebracht haben, habe ich am Strand verteilt liegen sehen. Erkunde den Strand einfach ein wenig und sammle auf, was du auf dem Weg findest. Okay. Dann machen wir das doch mal. So, jetzt ist nur die Frage. Gibt es hier eine Abkürzung oder muss ich jetzt wirklich über die ganze Insel rüberlaufen? Das ist wahrscheinlich nicht... Ah, Moment, doch, das sieht wirklich gut aus zum Kochen. Kochtopf, ein alter Kochtopf. Er scheint leicht rostig zu sein. Nichts für ein feines Restaurant, aber ausreichend für eine Kochstation. Genau, wir wollen ja nichts, was jetzt hier, keine Ahnung was ist. Ach, er kann nicht angeln, glaube ich, oder? Ja, das sieht mir so nach einer Angelstelle aus. Ah. Küchenutensilien. Diese Box sieht aus wie eine Schatztruhe und wenn du sie schüttelst, klingelte es, als enthielte sie Goldstücke. Leider beinhaltet sie nur Küchenutensilien. Was heißt sie nur? Das ist ja wohl wichtiger als irgendwelches Gold hier so auf einer einsamen Insel. Bratpfanne. Eine rustikale Bratpfanne, die nützlich sein könnte, um köstliche Gerichte von deinen angebauten Pflanzen zu kochen. Also wie den Mais. Gut. Baue die Kochstation. Achso, war das jetzt schon alles?
Aber wir schauen uns hier trotzdem... Okay, wir schauen uns hier nicht um. Weil hier schon wieder... Können wir jetzt M benutzen? Nee, auch nicht. Schade. Ich dachte vielleicht, dass wir jetzt die Karte freigeschaltet haben, aber... Ist wohl nicht so. Okay, da brauchen wir anscheinend ein anderes Werkzeug für. Hallo Schildkröte, ich habe dich gesehen. Guck mal hier aber trotzdem nochmal, wo wir hier weiter hinkommen. Und mit dir... Ah, dich können wir auch nicht öffnen, dann brauchen wir schon wieder... Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Axt. Leute, ich... ja, möchte hier gerne weiterkommen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Axt. Ist aber schon süß gemacht. Also die Steuerung ist so ein bisschen holprig, gerade am Anfang auf dem Schiff gewesen. Aber im Moment sind da jetzt auch keine Steuerungsprobleme mehr. Es ruckelt auch komischerweise gerade nicht mehr so, was ich sehr seltsam finde. Moment, da können wir, glaube ich, die Station bauen, oder? Ja gut, bis auf diese Steuerung. Ich habe es gerade noch gesagt, dass man da wirklich perfekt vorstehen muss, um die Sachen anzuklicken. Das ist schon mal ein bisschen nervig. Du hast alle nötigen Gegenstände gefunden, um die Kochstation zu bauen. Um die Kochstation zu bauen, benötigst du, ja, wissen wir ja alles, einmal bauen. Perfekt. Nicht schön, aber selten. Du solltest zuerst mit Viola reden. Ach so, damit ich was kochen kann, oder? Wow, Gameplayerin, die Station sieht echt toll aus. Gut gemacht. Jetzt fehlt nur noch etwas, was du kochen kannst. Lass uns zusammen warten und dein Mais beim Wachsen zusehen. Sobald er reif ist, ernte ihn und ich zeige dir, wie du damit kochst. Oh! Und der ist reif. Nee, er ist noch nicht reif. Okay. La la la. Woran merke ich denn, dass er reif ist? Daran, dass ich mich wieder bewegen kann wahrscheinlich. Nähere dich einer reifen Pflanze. Okay. Kolben. Frisch geernteter Mais, süß und sättigend. Am besten schmeckt er gegrillt mit etwas Butter und einer Prise Salz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag überhaupt gar keine Maiskolben. Ich weiß, dass die gesund sind und alles, aber ich mag sie nicht. Jetzt können wir, einfach durchlaufen. Großartig, diese Maiskolben sehen toll aus. Jetzt kannst du die Kochstation endlich einweihen. Probiere sie mal aus. Mais am Kolben. Level 1 Gericht. Ein einfaches, aber leckeres Gericht. Platziere einen Maiskolben im Kochfenster und koche ihn, um ein leckeres Gericht zu erhalten. Wie auch immer das geht. Wir gucken jetzt erstmal... Moment, Kategorie war mit E, ne? Dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen was machen, weil wir müssen natürlich mit der Zeit ganz viel machen. Also anpflanzen. Wir wollen ja auch alles schön bewirtschaften hier. So, ich weiß, also eine haben wir nur bekommen, okay. Ja, und ich sollte mich mal zum Schlafen hinlegen. Hilfe! Oh nein! Da siechte sie dahin. Hi, tschö. Ich bin 3 Meter vor meinem Zuhause. Vor meinem neuen bin ich hier umgefallen. Okay, ein bisschen mehr als 3 Meter. Eieiei. Dabei wollte ich doch eigentlich nur mal eben an die Wasserquelle. Ach, der ist geflickt. Okay. Deswegen kommt da nicht überall das Wasser raus wie bei Summer in Mara. So. Ich will immer noch das haben, was ich anklicke. Ich das daneben. So, okay. Kochstation. Mais. Hatte ich jetzt mit ihr schon gesprochen? Ja, ne? Ich sollte 3 Gerichte machen. So, kann ich das doppelklicken? Achso, Moment. Wähle ein Rezept zum Kochen aus. Ah, okay. Kochen. Yay, wir sind Koch. Oh, Gameplayerin, ich kann die Köstlichkeit bis hier riechen. Mit so leckerem Essen in meinen Taschen, deinen Taschen, kannst du beim Entdecken mehr wagen. Wenn dir Energie fehlt, ist einfach ein Happen, dann kannst du eine Weile weitermachen. Dein Vater sollte wissen, was wir hier geschafft haben, Gameplayerin. Geh und besuche ihn in seiner Kajüte.
Okay, ich wollte jetzt eigentlich die Folge erstmal beenden, aber dann beende ich sie jetzt gleich, wenn ich mit meinem Vater nochmal eben gesprochen habe. Ja, ich weiß, du bist das. Ahoi, mein Kind. Du hast es also geschafft, dein Feld zu bestellen und eine Kochstation zu errichten. Ich bin sehr stolz auf dich, Gameplayerin. Eines Tages wirst du bestimmt deine ganz eigene Mannschaft haben. Autsch. Das Ausmaß meiner Verletzung ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Du wirst für unsere Mannschaft da sein müssen, solange ich an dieses Bett gefesselt bin. Bitte nimm diese Karte. Ich habe sie auf meinem Stapel alter Dokumente gefunden. Wenn mich nicht alles täuscht, zeigt sie die groben Umrisse dieser Inselgruppe. Sie erlaubt dir, die Welt zu navigieren, entdecken und den Rest unserer Mannschaft zu finden. Du kannst sie auch benutzen, um schnell ins Lager zurückzukehren. Aber Gameplayerin, bitte vergiss das Lager niemals, verlasse das Lager niemals unvorbereitet. Versuche immer, deine Taschen mit Gerichten zu füllen, damit du unterwegs etwas essen kannst. Alte Karte. Eine alte Karte der Umgebung, welche die wichtigsten Orte zeigt. Benutze dieses Werkzeug, um dich auf den Inseln zurechtzufinden und von überall schnell und wieder zurück ins Lager zu gelangen. Okay, die probieren wir doch direkt mal aus. Sie ist immer noch nicht unter M. Öffne deine Karte. 2. Da soll mal einer drauf kommen, dass 2 die Karte ist. Na toll. Okay, um schnell ins Lager zu kommen. Das heißt, wir können theoretisch überall sein und dann da drauf gucken, nehme ich mal an. Möchtest du ins Lager zurück? Ah, okay. Aber diese Schnellportationsdinger da, diese Steine, die kann man nicht so einfach benutzen. Aber gut, okay. Aber ich kann sie mit 2 nicht schließen. Nein, das muss ich mit Escape. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und ja, ich denke mal, dass ich dann vielleicht noch eine Folge mache, damit ich das Spiel noch ein bisschen vorstellen kann. Und dass ich dann immer mal wieder, wenn ich Zeit habe, nebenbei noch was aufnehmen werde von dem Spiel. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.